Na, also, da kommt er ja doch noch, der Kurs, er kommt ein wenig nach oben und das ist ja ein ganz gutes Zeichen, denn er tut es auf die richtige Art und Weise. Nach oben alleine würde mir nicht reichen, aber er tut es auf eine Art, die ich sehr schätze. Die sieht folgendermaßen aus: möglichst stark, möglichst schnell, möglichst einhellig, und das ist das, was wir hier im 4-Stunden-Chart sehen. Aber selbst wenn wir, das ist der Index jetzt hier Intraday mal gucken, dann hat das irgendwas, vielleicht jetzt so aufgefasst, kann man auch anders sehen, aber was zumindest mal keine Kursüberschneidung hat. Wir hatten also hier einen Rücksetzer, wir hatten hier einen, wir haben hier vielleicht nochmal einen kleinen, aber alle Rücksetzer, die wir hier haben, sind alle überlappungsfrei. Das heißt, diese Bewegungsrichtung, die wir hier haben, das scheint vorläufig die Hauptbewegungsrichtung zu sein. Klasse, das ist doch genau das, was wir wollen. Also eine klare Hauptbewegungsrichtung. Was wir jetzt brauchen, ist irgendwann mal ein Preisangebot. Also, wenn ich sowas sehe, ich sage das immer landläufig, dann bin ich vom Produkt überzeugt. Sieht super aus, die Marktteilnehmer haben Bock, will ich auch haben. Aber ich bin ja Händler. Und wenn ich eins nicht leiden kann, ist, wenn ich zum aktuellen Preis kaufen muss. Ich bin doch Händler, ich kaufe doch nicht zum aktuellen Preis wie alle anderen, ich bin doch nicht bescheuert. Was ich mache, ist, ich verhandle. Das heißt, ich will, dass ich einen Preisnachlass kriege. Ich sage also, ja, das Produkt hätte ich gerne. Aber mach es mir günstiger. Kann ich es noch mal ein bisschen günstiger haben? Vielleicht für den Preis hier. Vielleicht für den Preis. Irgendwie ein bisschen günstiger. Ich kaufe doch nicht zu dem Preis hier. Das hat zwei Effekte. Erstens, wir können günstiger einsteigen. Drei Effekte sogar. Günstiger einsteigen klingt immer erstmal super. Ist aber natürlich eine relative Geschichte. Denn wenn er jetzt erst noch mal weiter steigt, wäre es dann schon besser gewesen. Wir hätten hier gekauft, wäre auch in Ordnung. Es hat aber noch mehr Effekte. Nämlich Punkt zwei ist, ich kann sehen, wenn ich Preisverhandlungen führe, wie leicht kann ich diesen günstigeren Preis durchsetzen? Wenn ich zum Händler gehe und sage, ja, dein Produkt ist ganz in Ordnung, ich hätte es gerne billiger. Ja, kein Problem, ich biete es dir für den Preis. Habe ich ein blödes Gefühl. Wenn er mir sagt, ja, nee, das ist ein super Produkt, das kann ich dir nicht günstiger geben, das ist total klasse. Ja, hier, komm, irgendwas muss gehen. Wir fighten, es geht hin und her. Und nachher lässt er sich dann drauf ein, ach komm, ein bisschen kann ich dir eben entgegenkommen, aber nach einem Preiskampf, dann weiß ich, dass das Produkt auch wirklich was wert ist, denn diese Seite ist nicht schnell passiert. Ganz blöd ist, ah, kann ich das für einen halben Preis haben? Ja, ist kein Problem, wie mache ich das für einen halben Preis? Wieso? Ist da irgendwo, da ist so ein Haken. So, also ihr seht das, die Information, wie wir den günstigeren Preis kriegen, die hängt ebenfalls als Bestätigung mit im Raum, dass das, wenn es so ein Kampf ist, anders zu bewerten ist, als wenn es so ist. Ihr erinnert euch, ich sage häufig, der Markt muss A, B, C oder von mir aus auch wechselnd, also mehrfach wechselnd, aber mit Kursüberschneidung in die Richtung gehen. Dann bin ich der Meinung, ah, Preisnachlass, jawohl, Haken dran. Und es ist ein Kampf gewesen, also nicht die richtige Richtung. Das ist also ein Zeichen, dass eigentlich die Long-Richtung wieder gut ist. Und dann kann ich sagen, wenn er dann anfängt, nee, ja komm, dann machen wir doch den alten, ja, okay, ich steige da ein. Ja, also das ist der Hintergedanke, vielleicht mal ein bisschen aus dem Leben gegriffen, damit man das so ein bisschen vielleicht da vergleichen kann. Und ein zusätzlicher Punkt ist, dass ich natürlich meine Stop-Marke bzw. mein Chance-Risiko-Verhältnis dann besser platzieren kann. Das ist aber ein Thema für ein extra Video. Das haben wir natürlich auch beim Dow Jones. Das die Situation sogar relativ ähnlich, wobei man dazu sagen muss, ich habe jetzt hier mal so eine Zeichnung mal gemacht. Das ist aber eigentlich zu früh, deshalb habe ich hier diese Alarmmarken noch. Denn die Bewegung, die wir bis dahin hatten, ist ja eigentlich mehr dreiwellig. Und am liebsten haben wir ja eine Bewegung, die eher fünfwellig aussieht. Und anschließend das Ding. Also, das heißt, an dieser Idee hat sich nichts geändert. Vielleicht müssen wir es ein bisschen höher jetzt ziehen. Also, das Grundprinzip ist starke Aufwärtsbewegung. Im Moment macht der Dow einen super Eindruck. Klasse, das gefällt mir. Haken dran, so muss das Ding aussehen. Jetzt brauche ich allerdings noch irgendwie einen Preisnachlass. Also, Leute, ich kaufe doch nicht für vollen Preis. Aber ich möchte sehen, dass das ein Kampf ist, dass das nicht die Haupttrendrichtung ist. Dreiwellig ist ein Indiz dafür, wackelig ist ein Indiz. Ja, aber was, wenn der Händler sich nicht drauf einlässt, wenn der Markt dann doch nach oben geht? Ja, na und? Dann mache ich halt den nächsten Deal aus. Nichts kaufen zum vollen Preis. Wir sind Händler. Der Name ist durchaus begrifflich zu verwenden. Wenn man Händler ist, handelt man, feilscht man um den Preis ein bisschen. Und nicht einfach, oh, das kaufe ich, das ist super, ist mir egal welcher Preis. Nicht schlecht, nicht gut, meine ich. Entschuldigung, nicht schlecht ist so eine Sache. So,
Auch hier sehen wir gerade, dass wir fünfhellig unterwegs sind. Also es ist bei den Amerikanern einhellig. Wir haben also insgesamt eine Situation, die Mut macht für die letzten Tage. Vielleicht klappt es ja doch noch mit der Jahresendrallye. Dass wir wenigstens jetzt die letzten 14 Tage oder die Tage, die jetzt noch übrig bleiben, so viel sind es ja jetzt gar nicht mehr. Heute am Mittwoch haben wir noch morgen den Tag, dann nächste Woche noch ein bisschen was. Also, dass wir die Tage zumindest nochmal positiv hinkriegen, wäre ja durchaus wünschenswert. Also, Schub hoch, wackelig runter. Das wackelig runter fehlt noch gänzlich. Das wäre etwas, was ich total klasse fände. Merkt euch, als wenn ihr das zu Hause selber ein bisschen verfolgt, merkt euch einfach von dem tiefsten Punkt zum höchsten Punkt messen. Und dann wisst ihr, irgendwo in diese Zone. Zu tief ist auch nicht gut. Also nicht nur die Geschwindigkeit, so von wegen, kann ich es günstiger kriegen? Ja, ja, komm, ich mache dir es für einen halben Preis. Ah, nicht gut. Schlimmer noch, wenn er sagt, nee, ich biete es dir sogar für den Preis an. Ja, das ist alles keine Kaufgelegenheit. Dann gibt es aber ja auch keinen Trigger. Und insofern leiden wir nicht darunter. Kriegen wir das? Dann haben wir eine Idee. Ah, okay. Er musste sich schon Zacken aus der Krone brechen, um mir den Preisnachlass zu hinterlassen zu überlassen. Dann kann ich aber einsteigen, weil ich sage, ja, das Produkt ist ja nach wie vor gut und ich habe einen günstigen Preis gekriegt. Komm, ja, also insofern das als eine Idee, wie man da mit der Situation umgeht und wie man das sehen kann. Nasdaq ist ebenfalls, was das angeht, so einigermaßen ähnlich. 1, 2, 3, 4, 5, auch hier jetzt, zack, das Wackeln runter. Also lässt in vielerlei Hinsicht hoffen, dass wir auf der richtigen Spur sind, denn die Bewegung ist schnell. Wichtig wird als nächstes der Teil sein, wenn der korrektiv ist, dann definitiv sehr realistische Chancen, nochmal das weiter nach oben fortzuführen. Einfach im Sinne, dass wir hier im Großen, ach komm, das können wir sogar noch schöner machen, hier im Großen 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C und die Fortsetzung nach oben haben und hier im Kleinen dann gegebenenfalls das Gleiche nochmal bekommen. Also ihr seht, dass ihr das auf den sehr, sehr vielen verschiedenen Arten und Weisen dann hier entsprechend nachvollziehen könnt. Das ist also offensichtlich etwas, was bei den Indizes im Moment gut und interessant läuft. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr, wenn ihr wollt, vor Weihnachten euch die Welt noch mal ein bisschen versüßt, in der Hoffnung, dass es euch gelingt mit vielen guten Trades, das als Idee für den heutigen Nachmittag, vielleicht auch noch für morgen oder die nächsten Tage. In diesem Sinne, für diesen Moment erstmal alles Gute und liebe Grüße.